안녕하세요. 피아니스트 안종도입니다. 함부르크에서 여러분들께 인사드립니다. 이곳은 오랜만에 화창한 날씨가 유독 아름다운 여름인데요. 지금 시내 한복판을 가로질러 걷고 있는 중입니다. 오늘은 이 브이로그 비디오에서 함부르크에서 태어난 작곡가인 파니 맨델손의 음악과 이 작곡가를 소개시켜 주신 제가 많이 좋아하고 의지하는 니농 할머니도 여러분들께 소개시켜 드리려고 합니다. 지금 니농 할머니 집에 가고 있는 중인데요. 안지 벌써 꽤 몇 년 된 사이인데 지금 저한테는 함부르크에서 가장 중요한 분이세요. 독일에서는 친구라고 부르고 있지만 사실 한국적인 표현으로는 할머니라는 표현이 맞겠네요. 음악이랑 예술을 너무 사랑하시는 분이라 정말 뭐 함부르크에 있는 여러 예술가들을 후원하시는 분이기도 하시고요. 니농 할머니가 저한테 이제 처음으로 이 파니 맨델손 곡을 추천해 주신 분이에요. 저는 사실 파니 맨델손에선 알고 있었지만은 이 사람이 어떤 곡을 작곡했는지에 대해서는 알지 못했고 또 관심도 사실 잘 없었거든요. 근데 할머니께서 저한테 이 곡을 추천해 주셔서 이 곡을 연주하게 됐고 또 그녀의 삶도 알게 되면서 제가 이 곡을 조금 더 사랑하면서 연주하게 된 계기가 아닌가 싶습니다. 네, 이 곡에 대해서 참 할머니하고 할 얘기가 많거든요. 그래서 오늘 할머니하고 만나서 또 한 번 이 곡에 대해서 이야기를 하려고 하는데 여러분들도 제가 이 이야기에 초대하겠습니다. 할로 니농 슌틱 피더 주제. Danke für deine Zeit heute. Danke für dieses schöne Hauskonzert. Das ist immer sehr gerne. Aber es ist schon quasi ein Jahr her, dass ich dieses Stück gespielt habe. Und das war zuerst im Komponistenquartier. Und das war eigentlich für mich das erste Mal, dass ich das Jahr von Fanny Mendelssohn zum ersten Mal gespielt habe. Und davor eigentlich kannte ich ihren Namen zwar, aber habe ich noch nie ihre Musik weder gehört und noch gespielt. Und durch dich habe ich zum ersten Mal dieses Werk kennengelernt. Und meine Frage ist, wie du zum Beispiel zu ihrem Werk gekommen bist, das interessiert mich sehr zu hören. Es gibt ja jetzt im Komponistenquartier auch ein Fanny und Felix Mendelssohn Museum. Mhm. Das ist vor nicht allzu langer Zeit ist das eröffnet worden. Mhm. Und ich habe mich dann da umgeschaut und umgehört. Es gibt ja da auch solche Hörstationen, wo man mit Kopfhörern Musik hören kann oder Erklärungen bekommt. Und da habe ich erfahren von diesem Werk und von der ganz ungewöhnlichen Geschichte, wie es wiederentdeckt worden ist.
Frau Professor Borchert von der Universität Hamburg. Sie hat es unter ganz verrückten Umständen hat sie es wiedergefunden. Ach. Und so wurde ich dann sehr neugierig auch auf das Stück. Okay, ja. Und was war die Geschichte, die Entdeckungsgeschichte? Die Entdeckungsgeschichte. Es gibt in Baden-Baden ein Brahms-Haus. Aha. Da hat Brahms oft seinen Sommer verbracht und Clara Schumann getroffen an diesem Ort. In dem Brahms-Haus kann man als Musikwissenschaftler oder als Musiker kann man immer noch wohnen. Und es gibt eine Brahms-Gesellschaft. Frau Borchert hatte in einem Sommer da eine gewisse Zeit gewohnt in diesem Brahms-Haus. Und die Brahms-Gesellschaft hat einen Empfang gegeben. Aha. Es kam zu diesem Empfang auch ein Herr, der Vertreter des Oberbürgermeisters war. Und Frau Borchert saß genau ihm gegenüber am Tisch. Und der Mann hat gesagt, ich verstehe gar nichts von Musik. Und sie hat aber trotzdem von Musik erzählt. Unter anderem hat sie erzählt, dass sie gerade dabei ist, sich mit einem Manuskript auseinanderzusetzen von Fanny Mendelssohn, die, nachdem sie geheiratet hat, ja Fanny Hensel hieß. Da gibt es ein Manuskript in der Berliner Staatsbibliothek, aber das ist eine Abschrift mit ganz, ganz vielen Korrekturen, man weiß gar nicht, welche Fassung wirklich gelten soll. Und dann sagte dieser Mann auf einmal, wie heißt dieses Stück? Und sie hat dann den kompletten Titel gesagt, wir haben es ja hier auf diesem Buch jetzt, das Jahr, 12 Charakterstücke für das Fortepiano. Und dann sagte dieser Mann, ich glaube, ich habe das. Ja? Und die Geschichte dahinter war die, seine Mutter kam aus der Familie Mendelssohn. Und sie hatte noch eine ganze Reihe von Noten, sowohl von Felix Mendelssohn als auch von Fanny Mendelssohn. Und als die Mutter gestorben ist, haben seine Schwester und er losgezogen, wer welche Noten bekommt. Die Schwester hat dann die Noten von Felix bekommen und er hat die Noten von Fanny bekommen und dachte, das ist gar nichts wert, weil das ja die Frau ist und ist nicht bekannt und so weiter. Ja, und heutzutage auch die meisten Menschen kennen vielleicht mehr die Werke von Felix Mendelssohn. Ja. Ja. Und es gibt 12 Stücken, also mit dem Nachspiel ist dann 13 Stücken. Und was mir am meisten gefällt, ist das dritte Stück, das März heißt. Das ist wirklich eine interessante Erfahrung für mich, dass du einmal mir gesagt hattest, weil zum ersten Mal, als ich März bei dir vorgespielt habe, also im mittleren Teil, es kommt eine kleine Chormelodie. Und das ist cis-moll und langsam und ich dachte, ich muss mit meiner Traurigkeit langsam spielen, möglichst mehr tief in sich reindringen kommen und dann mehr traurig spielen. Aber du sagtest, das soll eher fröhliche Melodie sein oder das könnte man mindestens ein bisschen noch schneller spielen. Und weil du sagtest, diese Melodie, es geht um die Osterzeit und man fühlt sich mit dieser Melodie eigentlich über die Freude von Jesus Christus zu singen. Und danach habe ich schließlich mein Spiel und mein Tempo ein bisschen geändert und das Stück entwickelt sich daraus enorm anders. Deswegen, ich interessiere mich sehr, wie du eigentlich damals zur Idee gekommen bist, ja, über das Tempo und über diese Geschichte. Ja, genau. Ja, normalerweise würde ich dir keine Vorschläge machen, etwas anders zu spielen, weil du so ein wunderbarer Pianist bist. Aber an dieser Stelle dachte ich, es muss schneller gespielt werden, weil ich innerlich mitgesungen habe. Das ist eine alte Choralmelodie. Und du hast das so langsam gespielt, dass mir der Atem ausgegangen ist, der innerliche Atem. Das ist ein Lied, das jedenfalls in den protestantischen Kirchen immer zu Ostern gesungen wird. Und als du dann das schneller gesungen hast, da passte es. Klar, da passte es, weil es eigentlich ein Jubelgesang ist. Es fängt natürlich so ein bisschen verhalten an, aber eigentlich ist es ein Jubelgesang, der die Freude darüber zum Ausdruck bringt, dass Christus auferstanden ist. Ja. Ja.
Ja. Also danach ich diesen Hintergrund verstanden habe, also natürlich es ist viel fließender und schneller geworden und dadurch auch, also in das Stück bringt ein gewisser Schwung, sodass das Stück klingt von Traurigkeit oder ein bisschen Innerlichkeit bis zum Licht. Ja, das ist wie eine große Freude, weil am Schluss wir erreichen wirklich fortissimo, mit schnellem Tempo. Ja. Deswegen, da macht wirklich einen Sinn. Deshalb, ja, weil, glaube danach habe ich verstanden, Dur und Moll, dieses Charakter zu empfinden, ist auch wichtig, aber dahinter, was dahinter dieser Musik oder hinter den Noten, auch die Geschichte oder was noch dann Kontext dahinter gesteckt ist, das zu erkennen, ist auch sehr wichtig, ja. Du hast wieder mich inspiriert. Das freut mich. 저는 지금 할머니와 대화를 마치고 함부르크 쿤스트할레로 이동 중입니다. 이곳은 북독일에서도 손에 꼽는 미술관인데요. 여기에 제게 영감을 주는 그림 작품이 하나 있어 여러분들께 보여드리려고 합니다. 파니 멘델스존은 사실 동생 펠릭스 멘델스존과 견주어도 결코 뒤지지 않고 어떤 면에 있어서는 훨씬 더 뛰어날 정도로 대단한 음악가라 할 수 있는데요. 당시 사회 분위기상 여성의 직업적인 활동은 허락되지 않았던 터라 그녀의 아버지는 편지로 딸에게 심지어 음악은 너에게 있어서 장식품이어야지 그 이상이 되어서는 안 된다고 누누이 이야기했고 동생 펠릭스 또한 그녀의 연주 활동 및 작품 활동을 굉장히 반대했다고 합니다. 여기 지금 보시는 이 막스 리버만의 작품인 그물 짜는 여인을 보시면 파니가 느꼈을 법한 감정이 담겨 있는 것 같은데요. 삶의 무게에 힘들어하면서도 삶을 이어가는 당시 여인들의 감정이 닮은 듯하게 느껴지고요. 또 파니의 음악에서도 느껴지는 것 같습니다. 네, 지금까지 여러분들께 제 브이로그 겸 그 다음에 제가 요즘 멘델스존을 연습하면서 특히 파니 멘델스존을 연습하면서 어떻게 노력하고 있는지 어떻게 제 음악을 찾아가고 있는지에 대해 조금 공유해드리려고 했는데 조금 어떻게 제 마음의 이야기가 조금 전달이 됐으면 좋겠고 언젠가 여러분들께 라이브 연주에서 직접 들려드리길 들려드릴 수 있길 바랍니다. 네. 사실 내년 시즌을 비롯해 한국에서도 멘델스존을 많이 들려드릴 계획입니다. 여러분들께 지금 제가 준비하고 노력하고 있는 것들이 음악으로서 조금이라도 더 전달되길 바라는 마음입니다. 네, 그럼 여기서 마칠게요. 여러분들 모두 건강하시고요. 네, 안녕히 계세요.